Im Anschluss an so eine Questabgabe kommt ja meistens noch eine Unterrichtsstunde. Machen wir die letzte Unterrichtsstunde für den Herbst. Wo es dann die zweite Prüfung geht. Danach wird es dann wahrscheinlich Winter werden. Schätze ich mal. Nach der letzten Prüfung ist es Herbst geworden. Ich rechne stark damit. Warum sollte ich für zischende Wispies aus einem Tunnel bezahlen, die jeder hätte finden können? Aber na gut. Ein Kunde von dem jungen Weasley. Zwischen Wispies kenne ich die aber auch welche aus dem Hufflepuff-Gemeinschaftsraum mitbringen. Passend kleiden. Klamotte und der neue Ort. Ah, das Butterbier. Das Butterbierfass. Kaum zu fassen. Nochmal die Halloween-Stimmung genießen. Ein Haus-Safe. Der kraune Puppe. Haben Sie die Aufgaben erledigt? Links. Die Aufgaben sind erfüllt, Professor. So, so. Ich gehe davon aus, Sie waren gründlich. Schließlich führen Abkürzungen nur ins Verderben. Naja. Ja, Sir, natürlich. Gut. Normalerweise kümmert mich das nicht, aber bei Ihnen möchte ich sicher gehen, dass Sie gut vorbereitet sind. Talent und Entschlossenheit können viel bewirken. Es wäre eine Schande, das zu verschwenden. Danke, Professor. Lassen Sie sich das nicht zu Kopf steigen. Gut. Schauen wir, wie Sie mit Defindo umgehen. Zauberstab bereit machen. Konzentration. Defindo kann gefährlich sein, wenn sie nicht aufpassen. Defindo. Sehr gut. Es scheint, als hätten sie Defindo im Griff. Ich möchte sie noch mal anhalten. Ja, gleich. Wir müssen das natürlich ausprobieren. Zimmer zu üben, um ihrer selbst und aller anderen willen. Schön, wenn eine Schülerin Anweisungen tatsächlich befolgt. ihm hat er gesagt, nicht im Zimmer üben. Wie schon erwähnt, kann Defindo vielseitig, aber auch gefährlich sein. Schön, dass Sie weiter üben. Professor Sharp, hätten Sie einen Moment? Nun, kommt ganz darauf an, wofür. Ich habe ein Aurorenabzeichen auf Ihrem Tisch gesehen. Würden Sie mir von Ihrer Zeit als Auror berichten? Gut aufgepasst. Nun, ich könnte mir wohl etwas Zeit nehmen. Ich habe jahrelang Schurken aufgespürt, die mit schwarzmagischen Artefakten handeln. Das scheint gefährlicher als Zaubertränke zu unterrichten. Oft, ja. Obwohl ich in meiner Klasse schon einige bemerkenswert kreative Mixturen gesehen habe. Als Auror hatte ich eine Menge Erfolg. Aber
Erfolge können selbstgefällig machen, wenn man sein Selbstvertrauen nicht durch Demut mäßigt. Ein Fehltritt im Kampf hat alles verändert. Darf ich fragen, was passiert ist? Ja, ich nehme an, das steht auch in den Akten. Mein Partner und ich hatten einen Verdächtigen im Hafen von Scarborough aufgespürt. Er wollte Schrumpfköpfe schmuggeln. Ich dachte, dass er allein arbeitet. Ich hatte mich geirrt. Und sie wussten, dass wir kommen. Sobald wir das Schiff betraten, nun, ich entkam nur knapp mit dem Leben. Mein Partner hatte weniger Glück. Ich schätze, Auror zu sein ist sehr gefährlich. Mein Beileid. Das stimmt. Aber niemand von uns besitzt eine Überlebensgarantie. Passen Sie auf. Und nicht nur in meiner Stunde. Genau das möchte ich Ihnen allen einschärfen. Ein Tropfen kann den Unterschied zwischen Trank und Gift ausmachen, bis man das falsche Mittel einnimmt. Wahre Worte, Professor. Wir sollten nach unserer Ziel auch mal. Wir sollten auch Auror werden. So wie wir uns in den Kämpfen hier mit Kobolden und den Wilderern stellen. Das ist da ein Potenzial. Die Auroren bilden die magische Strafverfolgungsbehörde des Ministeriums und schützen die Welt der Zauberei vor allen möglichen Bedrohungen. Insbesondere vor denen, die von der schwarzen Magie ausgehen. Dieses Auroren-Abzeichen gehört zu Professor Sharp. Ah ja. Immer noch einen Trank brauen. Wir können nur zwei Tränke. Den Rest müssen wir uns erstmal noch kaufen, irgendwann. Wenn wir dann mal Geld haben. Was wir eigentlich nie haben in dem Spiel. Immer chronisch pleite. Wir müssen uns immer neue Tränke, das ganze Inventar verkaufen. Um mal die nötigen Sachen zu kaufen. Tatsächlich mal nützlicher Trank. Zauberspruch. Meine Schwester hat mein Tagebuch gelesen. Das würde ich fast mal an die Stelle von. Macht mal Sinn, das hier hinzupacken. Explosion ist auch hilfreich, aber. Und hier haben wir schon Arrest und Momentum. Das werden wir eh nicht nutzen. Ich glaube, das sind die Sachen, die wir am häufigsten nutzen. Und eigentlich brauchen wir am häufigsten noch. Das brauchen wir hier. Und dazu können wir nach unten wechseln. Stell mal kurz so hier hin. Nicht, dass wir das nutzen würden im Kampf, aber gegen Spinnen immer gerne. Gut, dass wir endlich erfahren haben, warum diese Trottel leer war. So, was steht dann? Nebenquests stehen an. Ansonsten auf zur Kartenkammer, würde ich sagen. Machen wir mit der Storyquest weiter. Darf ich bei irgendwem die Hausaufgaben für Zaubertränke?
Hausaufgaben abschreiben. Man kennt's. Wir sollten mal den Klinger mal die Schüler belauschen. Wir müssen dann umstellen und die Schüler belauschen. Ah ja. Es kam sehr plötzlich in der eine großen Halle im letzten Stream. Das ist einfach Stand. Jetzt lang ein paar Wegfindungsschwierigkeiten. Hier die Pferderüstung. Das haben wir, glaube ich, schon eingesammelt. Hier der Drache. Jetzt nennen wir seine schlafenden Drachen. Alohomora. Ich höre die Geräusche. Du gehörst mir, Demigeis. Aha. Wo ist hier ein Demigeis? Was ist ein Unterrichtsraum? Revelio. Ein wichtiges Muggel-Artefakt. Dieses missverstandene Artefakt ist angeblich wichtig für Muggel-Kriegsführung. Aber die meisten Zauberer finden die Aussicht, eine so schwere Waffe zu führen, völlig unverständlich. Eine Kanone. Was wird hier unterrichtet im Kerker? Was haben wir denn hier? Ein Demigeist. Dann lassen wir uns mal Nacht für Nacht werden. Wen kann ich heute nicht mehr? Nehmen wir das schon mal mit, wenn wir hier sind. Alohomora. Das mal rein aufschließen. Wo sind wir denn jetzt hier? Hier ist nichts. Bitte was? Ein Mega Power Trank. Zum Henker.
was zu Maker. Zehnmal vom Stadion ausgespuckt. Na, dann auf zur Kartenkammer. Nächste Prüfung auf uns wartet. Aber erstmal hat das Spiel nicht gerechnet, dass man das tut. Ein bisschen Geld. Okay, bevor wir aber hier den Raum betreten, halte ich mal die Anspannung aufrecht und mache eine kurze Pause. Bis gleich. Bleibt dran, es wird spannend. 42. Auf zur Kartenkammer. Sie täten gut daran, diese junge Person nicht zu unterschätzen. Ihre Begabung für Magie übertrifft alles, was ich je gesehen habe, und ich unterrichte schon sehr lange. Wie schön, eine solche Schülerin zu haben. Das kann es sein. Da sind sie ja. Jo. Ich habe ihre Eule erhalten. Ich konnte mit Lodgok reden, dem Goblin, den ich erwähnte. Was haben Sie erfahren? Er und Renrock standen sich nahe. Aber sie haben sich zerstritten. Glauben Sie, man kann ihm trauen? Naja. Schwer zu sagen, aber ich denke... Die Besitzerin der drei Besen vertraut ihm. Also... Vertraue ich es irgendwie auch. Das ist eine schwierige Sache, aber ich denke, ja. Ja, er wirkte aufrichtig auf mich. Und Sirona Ryan vertraut ihm. Nun gut. Sirona, gesetzt dem Fall, wir trauen ihm. Hilft er uns, Renrock zu finden? Ich habe einen gestohlenen Helm geborgen, mit dem er Renrocks Vertrauen zurückerlangen will. Nicht schlecht. Hoffen wir, dass sich ihre Bemühungen auszahlen und wir etwas über Renrocks Pläne erfahren. Lodgok hat erwähnt, dass Renrock etwas sucht. Er konnte mir aber nicht sagen, was... Vielleicht birgt der Helm ein paar Antworten. Renrock sucht irgendetwas? Das hatte ich befürchtet. Bei meinem Besuch meines Porträts in meinem Schloss hörte ich ungewöhnlich viel Betriebsamkeit. Kobold und Zauberer, vermute ich. Schloss Rockwood? In meinem ehemaligen Zuhause, ja. Und in dem Schloss findet ihre nächste Prüfung statt. Sie haben nichts gesehen? Mit niemandem gesprochen? Nein. Ich gab mich nicht zu erkennen. Ich war erst vor kurzem dort. Und unter denen, die ich hörte, war niemand, den ich kenne oder dem ich vertraue. Ich blieb versteckt, um nicht die Zerstörung meines Porträts zu riskieren. Leider ist Victor Rockwood, offenbar ihr Nachkomme,
Ein schwarzer Magier und mit Renrock verbündet. Mein Nachkomme. Ein schwarzer Magier? Wir haben keine Zeit zu verlieren. Trotz der Hindernisse, die Sie erwarten, müssen Sie sich sofort auf den Weg zu Schloss Rookwood machen. Es ist nicht nur der Schauplatz der nächsten Prüfung, sondern birgt auch eine Energiequelle, die in den falschen Händen verheerend wäre. Ich wünschte, wir hätten mehr Zeit. Allerdings zweifle ich nicht an Ihren Fähigkeiten. Finden Sie schnellstmöglich mein Porträt. Na gut, Sir. Bin unterwegs. Schluss. Viel Erfolg. Wow. Sputen wir uns. Das wird heftig. Wir treffen uns in Schloss Rookwood. Das wird eine harte Nummer. Das wird eine große Prüfung. Schloss-Rookwoods-Prüfung. Auf nach Schloss-Rookwoods. Okay. Das wird ein ganzes Stück Arbeit. Das artet hier wirklich eine Arbeit aus. Eine Sidequest hier. Tja, ich bin mal gespannt, ob uns hier schon der erste Zwischenbosskampf. Den Rookwood erwartet oder was uns da überhaupt erwartet. Na, hier wollte ich nicht unbedingt hin. Na, was gibt's hier? Das wäre das erste Lehrerzimmer, was wir betreten. Eine Sphinx-Statue. Die Sphinx, ein Tierwesen mit einem menschlichen Kopf auf einer Löwe, auf einem Löwenkörper, wird seit Jahrhunderten von Hexen und Zauberern eingesetzt, um wegen Wertgegenstände und Geheimverstecke zu bewachen, da sie intelligent ist und eine Vorliebe für alle möglichen Rätsel hat. Aha. Level 25. Diese hier würden uns keine Fragen stellen. Aha, das sah fast aus wie in dieser Wende, durch die man durch dich durchlaufen kann. Mit der alten Macht, mit der alten Magie. Alohomora. Hm.
Autosave. Revelio. Professor Binz, ich muss sagen, dass mich Ihre Beobachtung, die Schüler seien lethargisch, im höchsten Maß erstaunt hat. Ich kann mit Gewissheit sagen, dass ich keinerlei Anzeichen von Lethargie in meinem Unterricht feststellen konnte. Daher habe ich mich entschieden, selbst mit einigen Schülern zu sprechen. Ich kann heute nicht mehr lesen. Um dieses seltsame Phänomen auf den Grund zu gehen. Auf diese Weise habe ich schon bald erfahren, dass Sie die wenig bekannten Fakten über historische Konflikte ins Zentrum des Unterrichts gestellt haben. Möglicherweise wäre es ratsam, etwas rascher mit den historischen Feinheiten abzuschließen. Einer der Schüler war den Tränen nahe, als er mir von einer Prüfungsfrage über Grimbad Werft und die Zahl der Knöpfe auf der Kleidung eines Zauberers während der Rebellion von 1752 berichtete. Offenbar ein Knopf mehr als die damalige Norm vorgab, nicht wahr? Natürlich liegt die Entscheidung vollständig bei Ihnen, aber die Schüler scheinen sich schwer zu tun, ein solches Detailwissen wertzuschätzen. Selbstverständlich ist dies lediglich meine Privatmeinung. Ich hoffe, Sie verzeihen, dass ich sie Ihnen ungefähr mitteile, voller Hochachtung. Abraham Ronan. Schon mal ein ehemaliger. Das war doch der ehemalige Schulleiter. Revelio. Das muss dann das Büro von Binz sein. Voller Bücher. Eingestaubt. Ja, davon habe ich irgendwie schon mal gehört. Das war hier schon. So wurde hier schon thematisiert, dass der irgendwie eine Zaubereigeschichte extrem langweiligen Zehenunterricht macht. Und die Geschichte jetzt hier macht das nochmal. Macht es nochmal ein Stück intensiver. Das scheint wohl wirklich. Alohomora. Ein strenger Lehrer zu sein, der auch noch zu viel Wert auf Kleinigkeiten legt und unfaire Prüfungsaufgaben stellt. Oh. Kämpfen Geister. Oha, wo sind wir denn hier reingestolpert? Musikunterricht? Versuche ich eigentlich mal herauszukommen. Dutzlang vielleicht. Ah ja. Von hier aus können wir bestimmt starten. Ist noch ein bisschen höher. Auf zu Schloss Rückwurz.
epischer Flug über die Dächer. Schade, dass hier keine spannende Musik unterlegt wird, wie bei Wesenflug. Im Wesenflug gibt es dann kleine Musik. Auf geht's. Ein bisschen Tempo. Wir wollen zur zweiten Prüfung. Bei der uns hoffentlich nicht die Nachfahre von Lugwut im Weg steht. Der Viktor. Du bist da doch, glaube ich, gut. Das war auch der beste Freund vom Gnom. Vielleicht braucht schon die Region. Ach, hier sind wir. Hier wird die ungenannten. Wir fliegen direkt hin. Oh je. Oh, Schloss Rückwut ist nicht mehr weit. Vorschlagen, wir landen irgendwo davor oder daneben. Das zweite Meer. Da ist endlich die Musik. Hier drüben! Ich stehe direkt vor dir. Was ist hier los? Professor Rookwood hatte recht. Hier wimmelt es von Victor Rookwoods Handlangern und Renrocks Anhängern. Sie machen gemeinsame Sache, aber sie mögen sich eigentlich nicht. Sie werden mir wohl zustimmen, dass wir einen anderen Weg hineinfinden müssen. Gehen wir. Wieso, war bisher doch gar kein Problem, uns einfach durchzukämpfen. In der Arena habe ich mich auch schon sehr gut bewiesen. Tritt das Schloss Rückwärts. Okay. Ich dachte, wir wollen einen anderen Weg finden. Bei mir soll es recht sein. Ich kämpfe mich da auch gern durch. Vielleicht sagen wir einfach, wir haben gesucht. Oh je. So kann ich nicht kämpfen. Wir sehen uns doch. Ah!
jetzt irgendwo hinter den Gang. Durch den die Soldaten ins Schloss reinkommen. Das könnte nützlich sein. Okay, Red Rocks Rebellion hält niemand auf. Okay. Magische Sachen.